Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, wo wir auch mittlerweile schon bei den Heiligtümern des Todes, zumindest im ersten Teil davon sind. Mit dabei ist der Hannes und der Drachenbursche. Tja, und natürlich auch noch der Jokets und der Sebastian, die sind alle mit dabei hier an Bord. Ja, ne, Hallöchen, guten Tag und wir kümmern uns mal, wo auch immer wir gerade hin müssen. In einen, ist es Pizza? Soll es Pizza sein? Ich weiß nicht, sieht verschimmelt aus. Käse vielleicht. Einfach mal rein. Käse mit Maden drauf oder so. Lecker. Auf jeden Fall was sehr Gesundes. Bin ich mir sicher. Natürlich. Aber schön, dass wir in London sind. Wir sind gar nicht mehr in Hogwarts. Das fehlt mir ja fast schon. Hallo. Okay. Wir verprügeln wildfremde Menschen auf der Straße. Nee, die Ministeriumsangestellten, um da reinzukommen. Ich sag doch, wir verkleiden uns als Frauen. Und dann besaufen wir uns auch noch. So, auf die Suche nach den Heiligtümern des Todes geht weiter. Fake. Was? Dass da so viele anstehen. Achso, die gehen alle rein, jetzt verstehe ich. Ab ins Klo mit dir. Komm, Harry, ordentlich kacken jetzt. Jawohl. Der hat Grünschiss. Oh Gott. Ach, Hermine hat es auch mit reingeschafft, ist doch schön. Na, dir mir ja gefehlt. Besonders Rosalina hat mir gefehlt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Rosalina. Umbridge. Kann man sie natürlich auch nennen. Der Typ mit der Gitarre da links Jane ist cool. Umbridge. Oder Gitarre ist fast ein bisschen klein, vielleicht. Geige. Geige, soweit, gell? Der Baratsche oder irgend sowas. Wow! Ja, hier fleißig am Arbeiten alle. Was können wir hier machen? Ich kann auf jeden Fall jede Menge. Oh, 1 von 3 haben wir. Da brauchen wir noch mehr. Da geht noch mehr. Wir brauchen hier jemanden Schlauen. Ich bin leider nicht intelligent genug, um hier dieses Rätsel lösen zu können, mal wieder. Wen haben wir denn da? Haben wir da irgendwie jemanden dabei? Helbo ist Hermine, aber Hermine ist sonst wo. Müssen wir das hier schon wieder richten? Natürlich. Natürlich, sagt er. Was mir gerade auffällt, haben doch Extras, oder? Ja. Ja, also ich glaube, die sollten wir vielleicht auch aktivieren. Zum Beispiel die beiden hier, die könnten uns eventuell helfen, deutlich mehr Münzen zu bekommen. Schnallgraben, machen wir auch noch einen. Die Geister ist das natürlich sowieso das Wichtigste. So. Dann wird's auch was mit dem wahren Zauberer hier. Oder es hieß hier so wahrer Zauberer. Den roten Zauber haben wir auch schon. Was wird das? Lass mal raten, was das wird. Was meinst du, wird das? Ich würde. Ah, jetzt endlich. Sieht aus wie eine. Ich weiß, es sind diese Ablenker. Ablenker? Wie auch immer die gerade heißen. Das war ein roter Meteorit. Mhm. Nicht. Schau her, warte. Die ziehen wir auf und dann machen die Krach. Okay. Also gleich. Hoffentlich. Na gut, dann lassen wir ihn Krach machen. Er hat sich positioniert. Feuer! Es werden mehr. Die vermehren sich sehr schnell. Warum können wir den Leuten nicht einfach sagen, dass sie gehen sollen oder uns heimlich da durchschleichen? Achso, die stinken auch noch, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Auf jeden Fall. Oh Gott. Das geht ja fast schon auf die Nerven, das Geräusch. So. Wow. Wahrer Zauberer. Ich glaub's ja nicht. Das ich glaub's schnell. Auch nicht. Naja, wenn wir einen Multiplikator schon mal 8 haben. Ja. Da gibt's ja noch mehr Multiplikatoren, aber es ist auf jeden Fall schon sehr angenehm, so ein Multiplikator. Müssen wir noch hier alles aufbekommen. Einmal. Zweimal. Und das wollte ich eigentlich nicht aufbekommen. Gut. Ich habe auch gerade noch einen von den Quietschern gehört. Irgendwo ist noch einer. Müssen wir die kaputt machen, die Quietscher? Nee. Nee, glaube ich nicht. Creature, wer weiß das schon. Creature? War das nicht dieser eine Haus? Aber wir müssen hier auf jeden Fall hier rein. Ja, ich mache hier noch schnell die Schubladen auf. Und wir müssen noch diese Lampen anmachen. Da haben wir bisher nur 1 von 3 gehabt. Das ist 2 von 3, was du da gerade machst. Ne, 3 von 3 schon. Ich habe unten schon eine angemacht. Ah, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Dafür kriegen wir sogar einen Ron. Ron als Rekatamorula. Das freut mich doch. Aber wie kommen wir in die Tür rein?
Ah, warte mal. Einfach draufschießen oder reingehen? Geh mal weg von dem Ding. Was? Ach, du machst dich unsichtbar und meinst dann, dass die Tür von alleine aufgeht? Also so glaube ich ging es im Film, dass er zumindest mit dem Unsichtbarkeitsumhang da rein. Ja, aber schau mal, da ist noch eine Lampe. Ich sehe schon, aber wir haben doch alle schon, eigentlich schon alle. Da. Ja, ich arbeite dran, die will er nicht machen. Nee, die Lampe funktioniert nicht. Vielleicht können wir den anderen Heinzi da kaputt machen, draufschießen. Nö. Okay. Bestimmt ist die Lösung wieder so einfach, dass wir einfach nur nicht drauf kommen. Buch hast du wirklich keins? Nee, Buch hast du keins. Bist ja Harry, bist ja doof. Danke sehr. Ah, vielleicht das da kaputt machen. Vielleicht kriegen wir da noch was. Das war auch nicht die Rätsellösung. Vielleicht aber kräftig sind wir auch nicht. Nee, Trank können wir hier auch nirgendwo brauen, der uns kräftig macht. Das ist schon komisch. Sehr mysteriös, aber wir kommen auf das Rätsellösung, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der Raum ist nicht so groß, da kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen. Ja. Hier war noch ein Teil, was du vergessen hattest. Vielleicht hier in der Ecke noch irgendwas übersehen, außer einen Stuhl, der uns noch Münzen gibt. Ja. Können wir hier vielleicht noch ein paar Leute verschrecken oder so? Hier mal durchlaufen, erstmal einfach alles in die Luft, ja. Genau, einfach rumlaufen, alles. Schau mal. Was? Weißt du noch, du hast doch hier was bekommen von Dumbledore oder hast was geerbt? Ah, stimmt. Oh Gott, da wäre ich ja niemals mehr drauf gekommen. Deswegen ging die Lampe vorhin auch nicht. Oh Gott, nee, da wäre ich ja im Leben nicht mehr drauf gekommen. Tja, was ein Glück, dass du mich hast. Ja. Da wäre ich jetzt, da wäre ich lang gesessen jetzt. Also wenn ich alleine gewesen wäre. Aber zum Glück bin ich ja nicht alleine. Hab ja zum Glück den fähigen Joke jetzt dabei. Oh, wir machen jetzt mehr Musik. Und es war keine Geige. Oh, ist das schön. Jokes macht heute sogar für euch Musik. Schlafmusik. Mal schauen, ob das Auge damit einschläfern können. Ob es auch und müde wird. Ja, scheint müde zu sein. So geht's natürlich auch. Wir sind ja bei Umbridge zu Hause. Wo es rosa ist, da ist man bei Umbridge zu Hause. Guck mal, kannst du das andere Schwert irgendwie verzaubern? Vielleicht passiert dann was. Warte, ich habe den Schlüssel gerade gefunden. Warte, kann ich das? Schau mal, ob du da noch auf ja, das andere Schwert... Ja, ich arbeite dran. Ja, kann ich sogar. Okay, das sieht gefährlich aus. Gut. Okay, zweiter Schlüssel. Ich dachte schon, da wird uns jetzt der Kopf mit abgeschlagen oder so. Kriegt man das Ding auf? Wissen wir nicht. Also ist auch den solltest du umhauen, genau. Aua. Ist hier noch irgendwas, was man umhauen kann? Mir fehlen die Katzenbilder, aber wo sind die Katzenbilder? Die waren doch immer da, oder? Ne, das sind nur Teller. Wo sind die Katzenbilder hin? Das Internet braucht mehr Katzenbilder, habe ich gehört. Nein. Glaube ich nicht. Wir sollten die Ente mitnehmen. Und ein Handtuch. Ja. Katze, na, endliche Katze. Katze, sucht die Umbridge? Nee. Hä? Was sollte mir diese Szene jetzt sagen, Herr Jokes? Du kennst dich aus. Das war einfach nur Lego-freie Interpretation, oder? Ja. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall unten in den Verhandlungsraum. Okay, also wir haben nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Nee, denn Umbridge hat das Amulett natürlich bei sich. Ah, und das sollte... Ah, und das war auch das Bild, wo man gesehen hat, dass sie das dabei hat. Weil man jetzt weiß, dass sie in der Verhandlung ist. Ah, okay. Ich muss sagen, bei den Harry Potter, wenn man sich nur so wie ich schwer an die Filme bzw. Bücher erinnert, dann ist das Spiel nicht ganz leicht zu verstehen. Du hast einfach keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber zum Beispiel bei Indiana Jones, das ist immer so selbsterklärend. Da versteht man auch so alles. Das ist hier einfach nicht so der Fall. Wir haben zu viele Zauber. Das lässt zu viele Rätselmöglichkeiten offen. Warum schwebt er da drin eigentlich? Muss ich das verstehen? Ach, du hast die Kanne schon verzaubert. Ja. Und jetzt? Ah, und jetzt gieße ich damit die Pflanze, den Topf und da kommt eine Pflanze raus. Ja. Ich schieße nochmal hier hoch. Gibt immerhin Münzen. Ach, und da kann man die Blume dann dran setzen und... Okay, irgendwie ist das Rest der Lösung mir noch nicht klar erkenntlich. Aha. Ja, immerhin. Aus Dankbarkeit macht uns dann auf. Dankeschön. Der Applaus wäre nicht nötig gewesen. Das ist krass, da kommen immer noch mal Münzen raus, wenn man es mehrmals macht. Warte. Was tust du? Außer mich anzaubern. Au. Gar nichts. Ja, ich kann zurückschießen, pass auf. Hier waren wir aber schon mal. Aber da konnte man letztes Mal, glaube ich, hier nicht rein. Da konnte man nicht rein. Da brauchen wir irgendwie einen Bösen. Wir sind ja bekanntlich nicht böse genug.
Ja, das würde ich jetzt bei mir mal nicht sagen, aber... In dem Spiel. Ach so. Dann sagt es doch. Ja, hab ich ja. Guck mal, hier muss dein kleiner Eulenscheißer rein. Ein kleiner Eulenscheißer. Ja, Eulen machen nur Dreck, wie wir aus der Eulerei wissen. Ach so, ja, die machen kleine Scheiße. Das ist ein kleiner Eulenscheißer. Na gut, wir wollen uns nicht über den Eulencode echauffieren. Wir wollen lieber weiter diesen Aufzug zusammensetzen, um dann Umbridge einen Besuch abzustatten. Hier gibt es aber noch ein paar Sachen zu holen. Zum Beispiel einen weiteren Zaubererhut. Warum lassen die überall ihre Hüte hier hängen? Weil sie es können. Weil sie es können. Ja, das ist im Zweifelsfall mal die richtige Antwort. Nee, 42 ist die richtige Antwort. Weil sie es können, ist aber auch sehr oft richtig. Wo ist Umbridge? Da ist Umbridge. Mit Geisterkatze. Dementoren. Da läuft ihm kalt den Rücken runter. Ich will auch so eine Katze haben. Die ist cool. Die leuchtet im Dunkeln. Das ist eine Patronuskatze. Ich finde sie trotzdem cool, weil sie im Dunkeln leuchtet. Ah. Oh nein. Du Duell. Gerade eben hat uns der Hausmeister noch geholfen, jetzt müssen wir uns mit ihm bekriegen. Naja. Das sind Ministeriumsmitarbeiter. Was hat man davon, wenn man freundlich ist? Ja, okay, Ministerium. Aber was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen hier wahrscheinlich nicht nur die ganze Zeit dagegen kämpfen. Müsste momentan nichts Besseres. Ja, doch, wir müssen sie bekämpfen und dann irgendwann Umbridge was zurückschießen. All dieses. Aua. Hallo, wie macht man das? In der Luft einfach aufhalten wieder. Das ist genau dasselbe wie bei dem letzten Kampf, ja, den wir gemacht haben. Ich krieg das nicht hin, das in der Luft aufzuhalten. Ja, es geht auch irgendwie nicht immer. Das ist nicht so ganz leicht zu treffen. Aber du musst es gedrückt halten, die Taste. Aber ich finde das schon ein bisschen repetitiv, dass wir die Gegner immer auf die gleiche Weise mittlerweile besiegen. Es ist Lego ist jetzt nicht für Kreativität bekannt. Ja, doch schon. Aber die Spiele selber sind ja schon unterschiedlich. Vielleicht kann man auch nur das. Ne, man kann glaube ich nur das letzte Ding schleudern. Man kann nur das lila Ding schleudern, die lila Kiste. Die lila Kiste des Schleuderns. Wow. So, das Ding müssen wir auf jeden Fall versuchen zu kriegen. In der Luft hat der Drachenbursche das schon wieder bekommen. Nee, oder? War ich das? Doch, das war's. Das muss ich gewesen sein. So. Oh, Duell. Okay, ich habe mich jetzt. Oh, jetzt bist du dran. Freiwillig bereit erklärt, mich zu duellieren. Du musst immer die richtige Taste drücken und den richtigen Zauber haben, dann wird das schon. Ja, aber. Bis ich. Aua. Den blauen brauchst du jetzt. Ich sehe es, ja, ich sehe es. Au, und ja. Der blinkt auch immer dein richtiger Zauber in deiner Auswahlleiste. Ja, achso, der blinkt in meiner Auswahlleiste. Ja gut, ich habe jetzt immer so schnell durchgeschaltet, die Zauber einfach. Ja, du musst immer ausweichen und dann, also während er schießt, damit du den richtigen Zauber aussehen kannst, immer okay. Bewegen. Ja. Dann trifft er dich nicht, weil du hast nur noch ein Leben und wenn der dich jetzt trifft, ausweichen ein bisschen richtig gut, weil... Jawoll, der Drachenbursche macht das doch, siehst du hier. Ist ein knapper Kampf. Aber das ist das erste Zauberduell, was ich machen musste, daher... Sei es mir verziehen. So, nee, wir verzeihen dir gar nichts. Wir verzeihen dir gar nichts. Verzeiht ihr mir, schreibt in die Kommentare. Also ich würd ihm nicht verzeihen. Jokic ist da unverzeihlich. Der unverzeihliche Jokic. Au! Bin gerade so schön ausgewichen. So, jetzt aber. Jawoll. Siehst du, dafür erwische ich nie diese Kisten. Ja, deswegen ist es ja gut, wenn wir hier zusammenarbeiten. Oh, der Umbridge mache ich. Ja, Umbridge darfst du machen. Harry bekriegt sich mit Umbridge. Ich schieße auch noch ein bisschen auf sie. Nee. Ich schaue ein bisschen zu. So, die Idee von diesen Zauberduellen sind aber echt ganz nett, finde ich. Also, der Wasserzauber. Aquaknarre. Doch, jetzt setzt Aquaknarre ein. Es ist sehr effektiv. Ich würde mich halt nur mal gerne bewegen können. In die Richtung geht es nicht weiter. Du musst in die andere Richtung gehen, glaube ich. Du hast nur so einen Halbkreis, in dem du dich bewegen kannst, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber ich kann mich gerade irgendwie gar nicht bewegen. Das ist das Problem. Donnerschock war auf jeden Fall auch effektiv. Egal, jetzt weiß ich, was sie will. Ja. Vermutlich will sie dich umbringen. Stirb, Umbridge. Nee, ich konnte mich überhaupt nicht mehr vom Fleck bewegen. Was war das Problem? Achso, okay. Nein, Katze. Katze. Ach ja, lieben Dementoren. Die sind jetzt hinter verschlossenen Toren. Ich würde sagen, wir laufen. Wen haben wir da gerade befreit? Die Frau von Rack Catamol, Mary für Catamol. Den sich Ron ausgibt. Ah, okay. Wow, hier gibt's nochmal ordentlich Münzen zu holen. Au! Sorry. Hör doch auf. Durch den Münzmagnet kriegen wir die Münzen noch alle, das ist sehr gut. Da war hinten was! Da war was. Das will ich jetzt kriegen. Nein, hä? Ah, die Mentoren! Jawohl.
Harry rettet mal wieder den Tag. Nicht ganz. Warum haben die nichts an? Weil wir deren Kleidung geklaut haben. Ach so. Der schaut aus wie Palpatine vom Gesicht her ein bisschen. Also wie die Lego-Figur von Palpatine. Ein ganz ein bisschen. Nee, Malfoy, bleib zurück. Oder? Ist doch Malfoy. Ist nicht Malfoy. Ist nicht Malfoy. Aber er war... Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt gerade. Aber es war nicht Malfoy. Okay, gut, gut. Gut, dass wir das hier doch berichtigen. Nicht, du warst der Einzige, der es falsch dargestellt hat. Ja, aber ich hab's ja dann wieder berichtigt. Nein, ich. Mit deiner Hilfe. Sagen wir mit deiner Hilfe berichtigt. Goldene Steine haben wir auch wieder zwei dazu bekommen und wir setzen die Geschichte fort, weil wir ja gar keine andere Wahl haben. Oh nee. Wo sind wir denn hier? Ja, hier sind wir halt. Du hast einen Gummiarm. Ich dachte schon, was macht ihr jetzt mit dem Arm? Ich wollte sagen, jetzt wird der Arm amputiert. Kaputt. Nicht kaputt. Kaputt. Immer noch nicht kaputt. Nicht kaputt. Nicht kaputt. Müsst ihr euch was Besseres überlegen. Also Ron scheint das Ding zu mögen. Sind das Fliegen, die da um das Zelt schwirren? Ja. Ron hat wieder einen fahren lassen. Das ist immer das gleiche mit Ron. Das ist alles verloren. So. Was kann ich überhaupt machen? Hier kann ich wieder meine Zaubertüte auspacken. Und der Rest fliegt einfach mal von der Klippe runter. Ja, braucht man nicht den Rest. Da war gerade ein Kopfloser. Damit können wir das Zeug hochheben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Und hier gibt es sogar Geisterstats wieder, wo ich gerade von Begeisterung rede. Ich bin auf jeden Fall schon weiter hier. Hier wieder schöne Sachen zusammenbauen. Und da wird es zur nächsten Mission gehen, aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier um, oder? Was wir für einen Charakter kriegen. Hermine im Ministeriums-Outfit. Oha. Was ist das hier? Da geht's zur nächsten Mission. Nee. Nicht? Ich glaube, wir müssen irgendeinen Gegenstand abliefern. Okay, ja, das kann natürlich auch sein. 1 von 3, 2 von 3. 2 von 3, was auch immer. Pilzmenschen! Lass mach mich! Mach den Pilzmenschen kaputt! Mach den Tod tot! Hier kann man auch einen goldenen, roten Stein finden. Ja, den sollten wir dann auch versuchen. Der ist bestimmt hier hinter versteckt. Ne, da ist bloß ein Charakter versteckt. Hinter dem Bösen. Beziehungsweise hinter dem Ding, wo man die dunkle Seite der Macht benötigt, wie ich es einfach mal so nenne. Um schwarze Magie beherrschen, um schwarzmagische Objekte beherrschen zu können. Beziehungsweise um sie zu benutzen. Das wissen wir sogar. Ein Pilztrampolin gibt es jetzt sogar. Und eine böse Spinne. Spinne? Das ist ein Maulwurf oder ein Käfer. Was? Das sah aus wie irgendwas Böses. Das sah aus wie ein Riesen. Die Maulwürfe sind eigentlich nur unterirdisch. Keine Ahnung, was es ist. Okay. Wir müssen das Ding reiten. Glaube ich. Oh yeah. Alter, ich will auch... Nein, nicht abhauen! Mano. Der ist einfach abgehauen. Warum macht denn der sowas? Sieht einfach nur böse aus. Ich glaube, du musst diese Viecher umrennen. Was bist denn du? Das ist ein Gnom. Okay, was machen wir mit dem? Sollen wir den irgendwo weghauen oder ja, so? Ja, die sind böse. Okay. Also die nerven. Die sind nicht böse, sie nerven. 4 von 5. Wo ist der letzte Pilz? Sammel mal die Geistersatz ein. Okay, mach ich. Die bringen ja auch nur alle Münzen. Ja. Oh! Ja, bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Was sagt ihr? Alles Christus. Das erinnert mich an das Viech aus Gears of War. Weißt du noch diese Spinnenhunter mit dem Panzer vorne dran? Die Ticker, die Zecken. Nein, wenn du dieses böse, wenn du die bösen spielst, die Loke hast. Ja. Da gibt es dieses eine Viech, was diese 4 Arme vorne hat, die gepanzert sind. Ach so. Ach ja, ganz schwach erinnere ich mich. Ja, ich finde, das sieht schon so aus ein bisschen. Das ist schon sehr lange her, dass wir Gears of War zusammengespielt. Percy Weasley haben wir freigeschaltet. Aber eigentlich dürfen wir doch von Gears of War... doch, der dritte Teil ist ja hier nur schon der ganz real eigentlich. Ja, die ersten. Reden darfst du ja drüber. Echt? Sicher? Nein, es ist verboten drüber zu reden. Du? Da wird dir der Kopf abgeschlagen, wenn das bekannt wird, dass wir sowas sagen. Ne? Aber schon ganz interessant gewesen, das Spiel. Also die Kampagne und so, der Multiplayer-Modus. Ich fand einfach den Multiplayer gut, wenn man die Locals spielen konnte. Der Horde-Modus war, wo man dann die gegnerischen Wellen abwehren musste. Das war schon ganz spaßig zu zweit. Der gräbt sich da irgendwie unendlich auf ein. Und wie hieß der, wenn man die
Wenn man halt die Bösen spielen durfte und die Guten erledigen musste? Nicht Horde. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Nicht Horde war, wer, wenn ja, du die Menschen gespielt hast. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung, das ist so lange her. Aber das war doch witzig. Ja, ich musste es immer mit Jokic spielen. Jokic fand es immer so super. Ja, ich habe immer gerne die Bösen. Und hab den immer mitgespielt. Ja, Jokic. Deswegen ist er hier eigentlich auch falsch bei den Lego-Spielen. Wobei, bei Lego Batman warst du richtig. Da konnte man ja auch die Bösen spielen. Das hat dir gefallen, oder? So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Ich glaube, da oben geht's dann auch weiter. Irgendwie. Irgendwie will ich auf diesem Ding sitzen bleiben, aber halt irgendwie auch nicht. Ah. Naja, wie es da weitergeht, das werden wir im nächsten Part klären. Bis dahin wünsche ich euch... Was haben wir eigentlich für einen roten Stein bekommen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wunderbare Zeit, ich habe auch nicht drauf geachtet. Und möge der rote Stein, den wir bekommen haben, mit euch sein. Servus. Tschüss. So, auch dieses Video von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, ist schon vorbei. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du meinen Kanal abonnieren, indem du auf den roten Abonnieren-Knopf drückst. Dann verpasst du in Zukunft auch garantiert kein Video mehr. Solltest du mein Let's Play von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 noch nicht gesehen haben, dann hast du die Möglichkeit, einfach auf das linke Video zu klicken. Dort gelangst du direkt zu dem Let's Play von Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, welches ich zusammen mit dem Jokic gemacht habe. Wenn du dir gleich das nächste Video dieses Let's Plays anschauen möchtest, dann solltest du auf das rechte Video klicken. Dort gelangst du direkt zum nächsten Part von Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Außerdem kannst du unter dem Abonnieren-Knopf noch auf den roten Google Plus-Knopf drücken. Dann gelangst du zu meinem Google Plus-Profil und natürlich kannst du auch noch bei Facebook und bei Twitter vorbeischauen. Jetzt liegt die Wahl bei dir. Möge die Macht mit dir sein.